Grüß Gott und herzlich willkommen in meinem Kanal. Michael und ich haben heute die Bikes daheim gelassen und haben uns der Wandergruppe Jakob Kraft angeschlossen zu einer Wanderung auf den Frankenalb Panoramaweg am 12. November 2022. Wir waren alle dabei bei der Wanderung auf den Frankenalb Panoramaweg. Unser Hauptziel war die Burgruine Lichteneck. Der gleichnamige Ort Lichteneck ist ein Ortsteil der Gemeinde Birkland und zwar gehört das zum Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz in Bayern. Wir sind also nicht nur in Mittelfranken gewandert, sondern auch ein Teil war in der Oberpfalz. Die gepunktete Linie ist die Gemeinde, das Gemeindegebiet Birkland und die linke westliche Grenze ist die Grenze zwischen Oberpfalz und Mittelfranken. Die Gemeinde Ahlfeld links der gepunkteten Linie ist schon Mittelfranken. Im Süden unterhalb der Gemeindegrenze von Birkland befindet sich die Schweppermannsburg, Burg Pfaffenhofen. Wir fuhren mit der Eisenbahn vom Pfaffenhofen nach Nürnberg, dort mit der S-Bahn Richtung Hersbruck und dann Hartmannshof. Dort Start der Wanderung. Zuerst zur Burgruine Lichteneck, da kleine Mittagspause, dann ging es weiter, bergauf, bergab, hügelig, Wald und Laub, über am Habburger See vorbei und das Ziel war Habburg. Da sind wir dann wieder in die S-Bahn eingestiegen und dann zurück nach Pfaffenhofen gefahren. Hartmannshof ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Bommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land in Mittelfranken in Bayern. Wanderführer Jakob erklärt uns noch am Bahnhofsteig die Wanderung, was alles auf uns zukommt unterwegs. Ne? Das Pfarrdorf Hartmannshof liegt etwa 40 Kilometer östlich von Nürnberg und 2 Kilometer von Bommelsbrunn entfernt in der Hersbrucker Alb, einem Teil der Frankenalb. Eine Sehenswürdigkeit in Hartmannshof ist die evangelisch-lutherische Pfarrkirche, die auch als Friedenskirche bezeichnet wird. Uhr bei Hartmannsdorf beim Wandern. Einige tun ihre Stecken auspacken. Ich habe jetzt keine dabei. Der Michael und ich haben jetzt keine Stecken dabei. Ja, hallo Michael, bist du da? Bin auch da. Ja, du bist wenn wir nicht radeln. Du bist halb blau und ich bin halb schwarz. Ja. Ja. Wenn wir nicht radeln miteinander, gehen wir halt rechts Fuß.
Genau. Ein bisschen was muss man ja immer tun. Ja, siehst du es. Genau. Kann ich da umschalten, ja. Vorne oder hinten. Bei der anderen, wo ich immer am Vorderlenker von habe, ja. Da ist gleichzeitig. Aber hier muss ich umschalten. Musst du umschalten. Das ist die ältere, die habe ich immer hinten drauf. Ja. Nee, die habe ich überhaupt nie dabei. Ich habe drei so blöde Kameras da. Ja, wir müssen dieses Jahr nochmal eine Runde radeln gehen. Das müssen wir merken. Ja. Ich muss einmal daheim mein Ding fotografieren und die schicken. Und Gepäckträger. Ach so, jo. Jetzt sind wir wieder vorne. Genau. Also immer früh genug melden, wenn wir zu schnell sind oder was, wenn irgendwas ist. Ja, immer geil, ja. Ansonsten wünsche uns ein schöner. Los, Jo. Ansonsten wünsche uns ein schöner Wandertag heute. Ja. Danke. So, wir sind in Lichtenegg beim alten Wirt. So, das wird Raum Lichtenegg. Da geht es jetzt durch, hoch zur Burgruine Lichtenegg. Ja, da müssen wir jetzt durchgehen. Da geht's durch. Da geht's hoch. Na gut. Park oben. Amen, 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 Am
Marine Nero, amelo Dorime, amelo Dorime, Dorime. Amelo, omenare. Ameno, ameno dori, ameno dori me, ameno dori me, ameno wa, dori merero, ameno dori me, ameno dori. Der Habburger See ist ein Stausee, eingebettet in die Hersbrucker Alb. Bevor der Habburger See 1955 erbaut wurde, befand sich im südöstlichen Bereich des heutigen Sees ein nur teilweise vollendetes Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg. Die Häftlinge wurden vor allem für die Errichtung
der Dockerstollen im Bergstock der Hohbirk eingesetzt. In diesen sogenannten Dockerstollen sollten von den Häftlingen kriegswichtige Flugzeugmotoren hergestellt werden. Diese Öffnung in der Mitte des zugemauerten Stollens, das ist eine Öffnung für Fledermäuse, Ein- und Ausflug. Die Wanderung ist zu Ende, der Film ist auch zu Ende. Danke an Jakob Kraft für diese gut ausgearbeitete Tour. Servus und führt euch!